Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Ja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal weiter. Hier, ne, Eigenwerbung sollte ne, ein bisschen gedrosselt werden und ja, wir haben schließlich wichtige Dinge zu tun. Nämlich müssen wir heute unseren Plan austüfteln, um in Professor Greens Büro nochmal einzubrechen. Diesmal wissen wir aber, was wir haben wollen und wo sich das befindet. Und ja, ich kann nur so viel sagen, es sind wichtige Erinnerungen, die uns bei unserem Kampf gegen R und in vielen Fragen bezogen auf meinen Vater und bezogen auf Professor Green helfen werden, aller Voraussicht nach. Und genau, wir beginnen aber erstmal mit unserer zeitlich begrenzten Nebenquest, die wir jetzt allerdings hier einmal überspringen müssen, damit das geht. Und das tun wir jetzt auch mal an der Stelle so. Zwei Bonbons und let's go! Ist irgendwie auch ganz passend, dass jetzt so ein Event kommt, kurz bevor Hogwarts Legacy erscheint, wo man ja auch diese verschiedenen Gemeinschaftsräume hat, wo sich vielleicht der ein oder andere auch nochmal die Frage stellt, in welchem Haus will ich eigentlich sein in Hogwarts Legacy? Und dann hat man hier nochmal so eine Möglichkeit, die Werte der verschiedenen Häuser kennenzulernen. Und ja, da unterstützen sich die beiden Spiele gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Hallöchen. Hier drin riecht es nach Ravenclaw. Ja. Slytherins sind auch nett. Ich weiß, manchmal kommt das hier nicht ganz so durch, aber es ist halt Hogwarts Mystery. Ich glaube, ich habe etwas verloren, aber ich erinnere mich nicht daran, was es war. Vielleicht eine Erinnere mich besorgen, kann ich sehr empfehlen. Und, oh, hallo, Merula. Es macht mir nichts aus, wenn sich Außenstehende unseren fantastischen Gemeinschaftsraum ansehen. Dann erkennen sie wenigstens die Wahrheit. Okay, hallo Barnaby. Das ist also der Slytherin-Gemeinschaftsraum? Ziemlich unheimlich. Ich bin begeistert davon. Schön zu hören, Tulip. Das findet nicht jeder. Aber ich schon. Ich fühle mich zu Hause. Danke, dass du zugestimmt hast, um mit uns über Slytherin zu sprechen, Barnaby. Aber natürlich. Für meinen Lieblingsschulsprecher würde ich alles tun. Und Merula, warum bist du hier? Als moralische Unterstützung? Barnaby hat bewiesen, was für ein Trottel er ist, als er euch beide hier hereingebracht hat. Ich darf auf keinen Fall zulassen, dass er der einzige Slytherin-Vertreter ist. Danke, Merula. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war, aber ich weiß deine Begeisterung zu schätzen, Barnaby. Wir wollen Tulip mehr über Slytherin beibringen und ihr beide steht für zwei Extreme der Slytherin-Skala. Darum wäre es toll, wenn etwas von euch beiden zu hören. Das stimmt. Ich habe in letzter Zeit an meiner Ravenclaw-Zugehörigkeit gezweifelt. Ich passe zwar dorthin, aber ich habe noch nie ein anderes Haus ausprobiert. Und ich frage mich auch, ob ich anderswo nicht genauso gut oder sogar noch besser hinpassen würde, genau. Warum erzählt ihr beide uns nicht ein wenig über Slytherin? Habt ihr von Anfang an gewusst, dass ihr im richtigen Haus seid? Okay, ich werde reden. Aber wir sollten uns kurz fassen. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Alles klar, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Let's go. Ja, bin gespannt, was die uns jetzt hier gleich verklickern werden und ob das alles kanonisch getreu ist oder ob die jetzt hier irgendwelche Märchengeschichten zusammenflicken. Aber das werden wir uns in wenigen Sekunden anschauen, Leute. Bis gleich. So, und damit haben wir auch diese Aufgabe nun gemeistert und kriegen eine Schokofroschkarte. Dankeschön, Spiel. Das klingt, als hätte sich Merula von Anfang an wie zu Hause gefühlt, aber du warst dir nicht immer ganz sicher, Barnaby. Oh, keineswegs. Jedenfalls nicht am Anfang. In meinem ersten Jahr habe ich mich oft gefragt, warum ich in Slytherin bin, und manchmal habe ich vergessen nachzudenken. Ich habe mich ziemlich lange in Slytherin nicht zu Hause gefühlt. Wann hat sich das geändert? Nun, irgendwann habe ich mir auf dem Trainingsgelände einen Kampf mit einem Gryffindor-Schüler geliefert. Wir wollten herausfinden, wer eine Übungspuppe an einem Nachmittag öfter mit Incendio treffen kann. Slytherin gegen Gryffindor. Ein Klassiker. Genau. Dabei ging es ziemlich hitzig zu. Wir haben beide wie verrückt gezaubert. Aber nach einiger Zeit ist mir klar geworden, dass wir uns ebenbürtig waren. Obwohl ich mir größte Mühe gegeben habe, konnte ich ihn nicht besiegen. Und was hast du dann getan? Habt ihr euch unentschieden getrennt? Beinahe. Als ich gesehen habe, wie sich der Gryffindor angestrengt hat, ist mir was eingefallen. Ich war schon beinahe erschöpft, darum dachte ich mir, dass es ihm bestimmt genauso geht. Anstatt zu versuchen, ihn zu übertreffen, habe ich ein Tempo angeschlagen, das ich den ganzen Nachmittag über durchhalten konnte. Und kurz darauf war der Gryffindor erschöpft und ich bin an ihm vorbeigezogen und habe am Ende gewonnen.
Warte, das war eine schlaue... Wow, was? Barnaby hatte einen schlauen Plan, eine Idee? Was war da denn los? Das war ziemlich clever von dir, Barnaby. Zu clever. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du so berechnend sein kannst. Ich auch nicht. Irgendwie hat mein Gehirn die Kontrolle übernommen und mein Körper völlig neue Ideen gegeben. Das war davor noch nie passiert und seitdem auch nie wieder. Aber seit diesem Tag weiß ich, dass ich zu Slytherin passe. Das ist eine tolle Geschichte, Barnaby. Können wir jetzt weitergehen? Ich schätze, wir erkennen unser Zuhause nicht immer auf den ersten Blick. Die Geschichte ist noch nicht so... Ach, come on. Ja, dann erzähl sie zu Ende. Nachdem ich mich in Slytherin zu Hause gefühlt habe, ist mir aufgefallen, etwas aufgefallen. Es gibt keine zwei Slytherin, die genau gleich sind. Wir sind alle Individuen. Genau. Ja, genau. Endlich hauen sie mal dieses Schubladendenken weg. Ich bin nicht nur ein Slytherin, ich bin ein Barnaby Slytherin. Genau. Was denkst du, Tulip? Fühlst du dich nach Barnabys Geschichte besser, was deine Einteilung in Ravenclaw angeht? Das war wirklich eine schöne Geschichte. Aber ich frage mich, glaubst du nicht, dass ich auch gerissen genug wäre, um zu Slytherin zu passen? Natürlich, du bist eine andere Art von Intelligenz. Ja, doch, irgendwie schon. Ich sehe sie irgendwie in Slytherin. Aber natürlich, Tulip. Genau das meine ich. Wenn ich hierher passen würde, dann hilft es mir nicht wirklich, zu verstehen, warum ich zu Ravenclaw gehöre. Ich freue mich über das Kompliment. Aber mir ist aufgefallen, dass Barnabys Eltern auch Slytherins waren. Vielleicht hat dich der sprechende Hut einfach nur in dasselbe Haus gesteckt. Gesteckt, Barnaby. Und genau wie ich hast du das Beste daraus gemacht. Himmel! Und ich dachte, ich wäre pessimistisch. Das ist kein Pessimismus. Ich will nur ganz sicher sein. Ich schätze, so habe ich es noch nie betrachtet. Aber andererseits denke ich insgesamt nicht so viel nach. Allerdings habe ich mich nie wieder fehl am Platz gefühlt, nachdem mir klar geworden ist, dass ich zu Slytherin passe. Ich habe keine Zweifel daran, dass ich im richtigen Haus bin. Das ist die Art von Gewissheit, nach der ich suche. Vielleicht muss ich weitersuchen, bis sie sich für mich selbst findet, so wie Barnaby, genau. Dann sollten wir zu unserem nächsten Treffen gehen. Es ist an der Zeit, dass ich dir meinen eigenen geliebten Hufflepuff-Gemeinschaftsraum vorführe. Wow, sie haben dran gedacht. Das hätte mich jetzt auch ordentlich getriggert, wenn sie diese Chance nicht wahrgenommen hätten. Ich habe ein Gespräch mit der typischsten Hufflepuff arrangiert, die ich kenne. Penny! Schön. Ja, mit Penny mache ich sowas gerne. Das ist gar kein Problem, da freue ich mich. Mit Penny treffen. Die Luft ist rein. Lass uns jetzt hineinschleichen. Alles klar. Machen wir das... Ja, komm, wir machen das noch in der Folge, Leute. Let's go. Hallo, Penny. Oh, und Kiara ist auch noch da. Wow, das kann jetzt was werden. Mein Schlafsaal ist nur eine Etage weiter oben. Sag ja nur. Ich kann nicht lernen, ohne einen Snackgriff bereit zu haben. Okay. Warum lernen Menschen, wenn es so viele andere interessante Dinge zu tun gibt? Das ist wahr. Wenn du dich von der Rolle fühlst, Tulip, dann kannst du immer tanzen. Ja. Hi, Mädels, was geht? Hi, Penny. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um dich hier im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum mit uns zu treffen. Tulip hat einige Fragen über das Haus. Aber natürlich, Daniel. Für meine Lieblingsschulsprecher würde ich alles tun. Alles? Wirklich alles? Tulip, entschuldige uns bitte einmal kurz. Ich weiß, dass wir eigentlich keine Nicht-Hufflepuffs reinlassen sollen. Aber ich bin so stolz auf unser Haus. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, unseren wunderschönen Gemeinschaftsraum vorzuführen. Wusstet ihr, dass Helga Hufflepuffs Rezepte immer noch bei allen Hogwarts-Festmahlzeiten zum Einsatz kommen? Das wusste ich nicht. Sehr interessant. Zu Hufflepuff gehört viel mehr als nur Essen. Das kann ich euch versichern. Hi, Kiara. Wirst du dich auch mit uns unterhalten? Nee, die steht da einfach nur, weil die... Was ist das für eine bescheuerte Frage? Was? Willst du dich auch mit uns unterhalten? Penny hat mich gebeten, mitzukommen. Hoffentlich macht es euch nichts aus, dass ich sie eingeladen... Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja ein Zufall, dass ausgerechnet ihr beiden jetzt hier steht. Meine Nummer 1 und meine Nummer 2. Also Daniel Granger ist Nummer 1 und Nummer 2. Ich bin ein guter Mensch.
Ich dachte mir, dass sie ein paar interessante Dinge hinzufügen kann, wenn wir uns unterhalten. Das ist perfekt. Als wir Slytherin besucht haben, hatten wir auch einen unerwarteten Gast. Hervorragend! Chiara und ich haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, als wir eingeteilt wurden. Sobald der sprechende Hut Hufflepuff gesagt hat, wusste ich, dass ich hier zu Hause bin. Für mich war es eher eine Art Reise. Ich wusste nicht vom ersten Moment an, ob ich hierher gehöre. Interessant. Erzähl uns mehr. Genau. Wann wusstest du ganz sicher, dass Hufflepuff dein Zuhause ist, Chiara? Genau, erzähl uns das, aber nicht in Dankeschön, 8 Stunden. Ja, da bin ich mal gespannt, was für eine wundervolle Geschichte Chiara uns hier auftischen wird und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder zurück und guckt mal, Leute. Ich kann hier einfach einmal draufdrücken, zack, und 5 Energiepunkte sind ausgegeben. Ich weiß nicht, ich glaube, also die... Man hat im ersten Moment das Gefühl, da geht es halt dadurch schneller und das ist gut, aber in Wirklichkeit kannst du schwieriger kalkulieren, was du nimmst, weil du viel schneller auf irgendwas draufdrückst und dann... Ja, ich glaube, das hat mehr Vorteile für Hogwarts Mystery. Einsammeln! Nachdem es Penny so leicht gefallen ist, sich in Hufflepuff zu Hause zu fühlen, könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich Schwierigkeiten hatte. Sie ist total offenherzig und extrovertiert, aber ich bin manchmal gerne alleine und kann etwas schüchtern sein. Penny ist eine perfekte Hufflepuff und ich habe mich gefragt, ob es wirklich das richtige Haus für mich ist, weil wir so unterschiedlich sind. Aber inzwischen siehst du es anders? Genau, ich bin Hufflepuff aus tiefstem Herzen. Ich musste es nur für mich selbst herausfinden. Und wie hast du das geschafft, Chiara? Ich glaube, das ist genau das, was Tulip braucht. Hagrid und ich haben uns irgendwann um einige Crabs gekümmert und er hat angemerkt, wie hingebungsvoll ich jeden einzelnen von ihnen gepflegt habe. Er meinte, dass ich keine Favoriten habe, sondern mir größte Mühe gebe, um sicherzustellen, dass sie alle die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Oh, für mich war das einfach total selbstverständlich. Aber Hagrid meinte, dass es selten ist, jemanden zu sehen, der Tiere so unvoreingenommen behandelt. Er hat sogar gesagt, dass ich ihn an einen berühmten Magiezoologen erinnere, den er einmal gekannt hat. Wer das wohl sein könnte, Leute? Ich glaube, er fängt mit N an und hört mit Jutes Gemänder auf. Und danach wusstest du, dass du nach Hufflepuff gehörst? Genau. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht erkannt hatte. Aber ich passe genauso gut zu Hufflepuff wie Penny. Nur auf meine eigene Art und Weise. Genau. Und das gilt auch für dich, Daniel. Du bist uns beiden zwar nicht wirklich ähnlich. Was, Penny? Wir sind uns mega ähnlich. Ich hab das... Nein, alles gut, Leute. Alles gut, ich muss jetzt aufnehmen. Du bist uns beiden zwar nicht wirklich ähnlich, aber trotzdem ein hervorragender Hufflepuff. Das scheint bei Hufflepuff so üblich zu sein. Wir sind eine bunte Mischung mit besten Zutaten. Vielleicht wäre ich dann eine gute Hufflepuff. Auf ihre eigene Art sind Hufflepuffs allesamt loyal, unvoreingenommen und mitfühlend. Findest du nicht, dass ich so bin, Daniel Granger? Nein. Das trifft zwar auf dich zu, aber zu dir gehört noch mehr. Du bist ziemlich ehrgeizig, was das Lernen angeht. Das ist nicht gerade typisch für eine Hufflepuff. Wir sind alle dumm. Hat Daniel Granger gesagt. Nicht so ungut. Schon okay. Miteinander zu konkurrieren ist stressig. Ich arbeite lieber mit anderen zusammen. Vielleicht bin ich keine Hufflepuff, aber das bedeutet noch nicht, dass ich zu Ravenclaw passe. Ich will einfach nur sicher sein, aber im Moment habe ich noch mehr Zweifel als vorher. Vielleicht kannst du deine Zweifel im nächsten Gemeinschaftsraum ausräumen. Ich habe den perfekten Gryffindor als Gesprächspartner für dich ausgewählt. Bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Er hat freudig zugestimmt, dich hineinzuschmuggeln. Scheinbar geht er in letzter Zeit gerne Risiken ein, aber glaub mir, das war nicht immer so. Nein! Lass es Jay sein. Theoretisch gesehen ist er ein eher untypischer Gryffindor, aber ich habe schon oft miterlebt, wie er schwierige Situationen nicht gemeistert hat. Es ist an der Zeit, dass wir losgehen und uns mit Ben Cooper treffen.
will das alles nicht. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, machen wir heute eine zeitlich begrenzte Nebenaufgabenfolge, weil das irgendwie lustig wird, das Thumbnail zu gestalten. Dann kann ich so die ganzen Gemeinschaftsräume nebeneinander cutten. Und das wäre ja jetzt der letzte neben Ravenclaw, der besucht werden müsste. Und ich würde sagen, das ziehen wir noch mit in die Folge hier rein. Mit Ben sprechen. Okay, wir sollten Tulip jetzt schnell in den Gemeinschaftsraum schmuggeln. Alles klar. Los geht's. Ich will das alles nicht. Ey, Moment mal. Waren wir in Hogwarts Mystery schon mal im Gryffindor-Gemeinschaftsraum? Ich meine nicht. Das würde mich jetzt arg wundern. Hallo? Im Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist es immer warm, auch wenn das Feuer nicht brennt. Schön? Es kommt mir wie gestern vor, als mich der sprechende Hut zur glücklichsten Hexe in Hogwarts gemacht hat. Schön? Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich ein Gryffindor bin. Davon habe ich schon immer geträumt. Auch schön. Hi, Ben. Hi, Ben. Danke, dass du zugestimmt hast, mit uns über deine Erfahrung als Gryffindor zu sprechen. Lasst uns das schnell hinter uns bringen. Natürlich, Daniel. Alles für meinen Lieblingsschulsprecher. Tulip möchte sich nur etwas umsehen und ein paar Fragen stellen. Genau. Ich habe mich noch nicht genauer mit Gryffindor beschäftigt, aber euer Gemeinschaftsraum ist ziemlich beeindruckend. Ich würde gerne etwas mehr über das Haus erfahren und darüber, wann du gespürt hast, dass du zu Gryffindor passt. Nun, jetzt, da du es erwähnst. Oh. Es ist kinderleicht zu erkennen, ob jemand wirklich gut zu Gryffindor passt. Es gibt eine Charaktereigenschaft, und zwar genau eine Charaktereigenschaft, die alle Gryffindors gemeinsam haben. Und ich habe jede Menge davon. Und was ist das, Sir Nicholas? Setzt euch, dann werde ich euch alles erzählen. Bald werden wir wissen, ob ihr das Zeug zu echten Gryffindors habt. Alles klar, wenn es 8-Stunden-Aufgabe wird, hasse ich dich. Glück gehabt. Gab bisher noch keine 8-Stunden-Aufgabe, aber ich beschwöre es lieber mal nicht egal, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder und jetzt nochmal unterhalten und damit haben wir diese Aufgabe gemeistert. Sehr schön. Und nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Mit Verlaub, die wichtigste Eigenschaft, die wir Gryffindors allesamt teilen, ist unser Mut. Darum ist es auch so einfach herauszufinden, ob jemand zu Gryffindor passt. Man ist entweder mutig oder man ist es nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Was meinst du damit, Ben? Wie ihr wisst, war ich nicht immer so tapfer. Du bist nicht tapfer, Ben. Du bist ein Vollidiot. Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu mir selbst zu finden. Ich habe es schon immer geliebt, ein Gryffindor zu sein. Aber ehrlicherweise war ich kein besonders offensichtlicher Kandidat. Das stimmt. Und trotzdem hat dich der sprechende Hut ohne zu zögern hierher eingeteilt. Da traue ich mich wetten. Allerdings. Aber ich glaube daran, dass er mein Potenzial erkannt hat. Welches Potenzial? Nun, du bist heute ein Risiko für uns eingegangen. Wir wissen deine Hilfe zu schätzen. Und meine Hilfe? Oh ja, und ihre Hilfe auch, Sir Nicholas. Gern geschehen. Ich habe noch mehr Geschichten, falls euch das weiterhilft. Nein. Wenn ich ehrlich bin, machen mich diese Informationen ganz wirr im Kopf. Je mehr ich über die anderen Häuser erfahre, desto mehr Zweifel habe ich daran, dass ich wirklich zu Ravenclaw passe. Letztendlich glaube ich, dass ich Eigenschaften habe, die zu jedem der Häuser passen würden. Bin ich etwa nicht mutig genug, um eine Gryffindor zu sein, Daniel Granger? Du bist mutig genug, du bist mutig, aber nicht genug für Gryffindor. Ja, keine Ahnung. Du bist zwar mutig, aber bei Gryffindors ist der Mut ihre Haupteigenschaft. Ich glaube, deine Talente liegen woanders. Zum Beispiel in deiner Schlagfertigkeit und, deiner Intelligenz, genau. Vielleicht hast du recht. Ich fühle mich, als würde ich überall und nirgendwo hingehören. Ich weiß nicht so recht, was ich denken soll. Vielleicht brauche ich etwas Zeit, um alles zu verarbeiten, was wir gehört haben. Ich werde mich eine Zeit lang im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum ausruhen. Da ist es schön ruhig. Darum kann ich dort am besten nachdenken. Lass uns später treffen. Ich schmuggle dich hinein und dann finden wir bestimmt gemeinsam eine Lösung. Alles klar, Leute. Ja, dann werde ich nochmal schön auf Bens Bett spucken. Und ja, ist doch geil, dann bin ich jetzt hier schon mal drin. Tulip besuchen.
Tulips suchen. Ach so, hä? Ich brauche etwas Hilfe bei dieser Sache. Komm so schnell du kannst. Sie braucht Hilfe bei dieser Sache? Daniel Granger ist sofort am Start. Was auch immer sie meint. Ja, Leute, das war doch mal wieder eine coole Folge. In jedem Gemeinschaftsraum, in einer Folge in jedem Gemeinschaftsraum, gut, außer Ravenclaw, aber das werden wir nächste Folge auf jeden Fall machen. Und nächste Folge geht's auch weiter mit der Hauptstory. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao zusammen!